Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, wie sie lautet, aber sie lautet wie immer zu dieser Stunde, dass unsere Zeit abgelaufen ist und wir sind im Thema, obwohl wir eben einiges abgewonnen haben, auch einiges schuldig geblieben. Unter anderem wäre es ja schön gewesen, in dieses Naturalismusproblem noch ein bisschen tiefer einzudringen. Das heißt, über die natürlichen Grundlagen und Neigungen der Tugenden zu sprechen. Die Frage ist, ob sie wirklich gegen die Naturtendenz gesetzt werden müssen oder ob sie mit der Naturtendenz zu einer Überhöhung führen. Also alles Dinge, die im Grunde auch den Pädagogen wie auch den Schriftsteller bewegen müssen. Wir können diese Themen zu unserem Leidwesen nicht weiter vertiefen. Man hätte sehr viel über Kindheit sprechen müssen, vielleicht noch mehr als expliziter. Indirekt haben wir es, glaube ich, durchaus getan, aber viel expliziter über Kindheit sprechen müssen. Denn wir leben heute in einer Kultur, wo wir begreifen, dass dort noch mehr als die Alten es gewusst haben, in der Kindheit sehr, sehr viel angelegt wird, was später dann entweder Früchte trägt oder auch keinen. Übrigens haben wir auch die Kriminologin heute bedauernswert wenig zu Wort kommen lassen, beziehungsweise sie hat sich selber wenig gemeldet und hat sich stattdessen sozusagen als Aristotelikerin präsentiert und sich auf diese Weise einem Publikum, also ihrem Publikum von einer anderen Seite gezeigt für die Zuschauer, die dem Thema auf ihre Weise noch weiter nachgehen wollen, haben wir wie immer Literaturempfehlungen vorbereitet. Ja, meine Empfehlung, Wolfgang Sowski, das Buch Der Laster. Ich meine, das knüpft an das an, was Sloterdijk ganz am Ende sagte, was so ein Desiderat auch noch in unserer Diskussion war. Das Natürliche. Was ist das Natürliche in diesem Zusammenhang? Und das ist ein Buch über die Gravitationskräfte, die uns runterhalten. Wenn Tugend ein Auftrieb ist, gibt es etwas, was das Gewöhnliche ist. Und das Buch ist deswegen auch so spannend. Es beginnt nämlich bei Last, es beginnt bei Gleichgültigkeit, Vulgarität, Trägheit und dann Selbstmitleid. Selbstmitleid ist sozusagen die Verplombung aller dieser anderen negativ lastenden. Und dann erst machen dann die Laster Karriere und es wird auch deutlich, dass dann die richtige Grausamkeit selber dann wiederum so anstrengend ist, dass das auch nur sehr wenige tun, ja, sondern dass das Böse eigentlich auch wiederum eine Hochleistungsathletik in dieser Sache ist, dass die viel größere Gefahr, das viel stärkere Widerlage, das dumpfe, gewöhnliche, idiotische ist, das ist ein, und das wird in einer eindringlichen Sprache großartig dargestellt und ich fühlte mich dann immer an ein Lieblingsgedicht von Ben mich erinnert, wo es heißt, ich habe mich oft gefragt, woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. Ja. Und ich möchte schweren Herzens auf ein Buch hinweisen. Ich hätte gerne ein anderes erwähnt, aber weil wir hier ein Beispiel für gute Sitten im Fernsehen geben wollen, ist mir selbst Reklame nicht erlaubt. So weise ich also eigentlich auf das Gegenteil hin von dem, was ich selber zu diesem Thema und insbesondere zu dem Problem der Übungen publiziert habe. Ein Klassiker auf seinem Gebiet, wenn auch bedauerlicherweise ein weitgehend vergessener, durch eine neue Ausgabe wieder greifbar geworden. Josef Pieper über die Tugenden, da handelt er in vier Schritten die großen aristotelischen vier Kardinaltugenden ab. Kardinaltugend heißen sie deswegen, weil wie die Kardinäle sozusagen ja auch eben das Angelpunkte sind. In diesen Angeln dreht sich die Welt oder dreht sich die Seele. Und die Kardinaltugenden der Klugheit, der Gerechtigkeit, der Tapferkeit und des Maßes werden hier im Anschluss an Thomas von Aquin in einer durchaus klassischen alteuropäisch-christlichen Weise dargelegt. Es schadet niemandem, dies zur Kenntnis zu nehmen, weil wir
dem Thema Kindheit doch einiges schuldig geblieben sind, will ich wenigstens in meiner Abspannbemerkung noch einmal darauf hin. Es gibt in der Tat sozusagen eine Art Relation sozusagen zwischen der Moralkompetenz von Menschen und dem, was sie in ihrer Kindheit erleben. Der französische Philosoph Alain hat ein Buch geschrieben mit dem anzüglichen Titel Von der Pflicht glücklich zu sein. Was, wenn man es in den anderen Kontext übersetzt, auch bedeutet, von der Pflicht, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Das ist nun das Paradoxeste, was es gibt. Denn diese Pflicht kann man nicht nachträglich erfüllen. Oder doch? Denn ein anderer kluger Mann hat einmal gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. In diesem Sinne, guten Abend. Thank you.